Das, was wir jetzt machen werden, ist eine meditative Übung. Das bedeutet, dass wir mit der Tinte zugleich die Farbe auch uns zunutze machen. Blau hat eine sehr beruhigende Farbe, eine sehr beruhigende Wirkung. Und das Auftragen der Farbe ist ein langsamer Prozess. Und anschließend werden wir auf einem voll mit Tinte angemalten Quadrat, in diesem Fall von 15 mal 15 cm, eine meditative Zeichnung in der Art eines Freihandmandalas aufbringen. Tintenflüssigkeit, einen breiten Pinsel, ein quadratisches Blatt und diese Tintenlöschstifte. Wenn das alles nicht zur Hand ist, dann kann man jede beliebige blaue Farbe nehmen und einen weißen Buntstift oder einen weißen Lackstift oder was man auch immer zur Hand hat. Tinte trocknet sehr schnell, das kommt uns auch zugute. Wir malen jetzt mal dieses kleine Quadrat vollflächig mit ruhigen Bewegungen an. Es ist gut, wenn man eine Unterlage nimmt, die auch wirklich blau werden darf. Genau, und das muss jetzt trocknen. Tintenlöschstifte haben zwei Seiten. Einmal die weiße Seite, mit der arbeiten wir jetzt hauptsächlich, aber die haben auch eine blaue Seite. Und die darf man auch benutzen, wenn man das möchte. Die Übung soll eine zentrierende, beruhigende Wirkung haben und deshalb fangen wir damit an, dass wir die Mitte vom Blatt suchen oder aber wir fangen außen an und wir gehen auf die Mitte zu. Bei mir ist das Blatt schon ziemlich trocken und deshalb fange ich an. Ich mache jetzt zunächst einmal nur einen Punkt. Und ganz gleich, was ich mache, versuche ich rundherum zu machen. Wir haben diese Übung weltweit mit Menschen gemacht und von den unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen kommen völlig unterschiedliche Bilder und Ergebnisse. Wir bieten diese Übung auch an als tägliche kreative, meditative Übung. Und ob Sie jetzt so wie das hier aus Malaysia kommen oder aus den Arabischen Emiraten oder aus Deutschland, aus einem rumänischen Kinderheim, aus Frankreich oder aus Russland, jedes Mal sind Sie eine individuelle Äußerung des Menschen, der in diesem Augenblick, wo er das gemacht hat, zu sich gekommen ist, zur Ruhe gekommen ist.